Hallo, willkommen zurück auf Olive Tree. Heute aus Blauvlog Nummer 3. Auf geht's! Scheiße, es ist alles ölig, ey. Das Öl hier ist ausgelaufen in der Schublade. Den brauche ich heute. Den habe ich eigentlich gesucht. Guess what? Wieso klebt das Zeug, ey? Das ist doch nur Öl. Boah, wenigstens habe ich mal meine Schublade ordentlich geölt, ey. Oh Mann, gestern war mein einziger Akku vom Akkuschrauber leer und ich habe ihn aufgeladen und wir wollten abends noch Wakeboarden gehen und dann ja, kam eins zum anderen, haben uns festgequatscht und dann sind Sebo und ich noch Wakeboarden gegangen und ich habe gestern nichts mehr machen können, deswegen ist es sehr spät geworden auch und heute ist ja wieder Sonntag und meine Nachbarn meckern immer rum wegen sonntags mit dem Akkuschrauber ein bisschen rumschrauben, gut, kann ich auch verstehen, die sind halt alt, aber dann werden wir zum Ikea-Parkplatz mal fahren. Und jetzt nehme ich die ganzen Mist hier mit, das alles so wie es ist. Und dann habe ich ja noch die ganzen Instagram-Sticker von euch, die ich anbringen möchte. Mann, sind das viele Sticker, wie geil. Das machen wir nachher noch. Und danach, nicht abschalten, dann reden wir zwei beide mal ein paar Takte. So, ich hoffe natürlich, ich habe an alles gedacht. Koffein vor Ort habe ich aufgefüllt. Ich habe gerade noch zwei Espresso-Shots getrunken, aber das geht sonst gar nicht. Und ja, hier ist keine Socke unterwegs. Ikea-Parkplatz halt. Okay, nach langen Pfeilen passt der hier endlich richtig rein. Und jetzt muss man eine Sache beachten. Und zwar fährt das Bett ja im offenen Zustand hier so runter und verschwindet mit dem Riegel da unten drin. Oh, am besten so rum. Und dann ist hier dieses Holz und da darf der Riegel nicht drüber stehen. Das heißt, wenn ich ihn so einbaue, kommt er natürlich da unten gegen das Holz gegen. Also so weit einbauen, dass es hier gerade passt. Auf der anderen Seite muss ich das Holz sowieso auseinanderschneiden, weil da kommt ja dieser Monsterriegel hier rein, den Sebo mir freundlicherweise geschweißt hat. Und das ist mega gerade geworden, das Ding. Ich weiß gar nicht, wie man so gut schweißen kann, ey. Okay, jetzt geht's los. Ich will jetzt in die Karosse reinbohren. Jetzt stehen wir vor einem Medium-Problem. Und zwar, guckt euch das an. Ist da diese Schraube, wo ich die Verkleidung in den Holm reingeschraubt habe. Und wie man hier sieht, bei dem Loch habe ich vorher sondiert mit dem kleinsten Bohrer. Und ich dachte, ich bin zu weit rechts oder links damals, aber wahrscheinlich läuft der Holm hier lang, also dieser Bereich hier. Und ich habe erst, als ich weiter unten angesetzt habe, habe ich den getroffen. Das heißt, wahrscheinlich ist das die obere Kante des Holms, was mir jetzt hilft. Und hier mit Bleistift habe ich angezeichnet, wie weit ich runterkommen würde bei dem maximalen Winkel, den ich für die Rückenlehne geplant habe. Das heißt, die Rückenlehne würde hier sein. Das wäre der maximale Winkel. Und dann treffe ich dort nicht in den Holm rein, weil das ja gerade die obere Kante ist. Ja? Ich müsste hier irgendwo bohren und so weit runter will ich nicht. Da liege ich ja schon fast in dem Ding. Und deshalb habe ich gedacht, ich gehe jetzt nur ins Holz rein. Das ist ja nur Spanplatte, die ist ja super dünn. Die muss ich dann irgendwie verstärken, aber von außen halt, weil ich die nicht nochmal abmachen werde. Und da bohre ich jetzt einfach mal ein 13er Loch rein. Aber bevor wir das hier starten, mache ich erstmal eine Mittagspause. Halt, das Zeug, das hier ist ja keine Sau unterwegs, ne? Und ich bin der Einzige hier einfach.
Und das Zeug ist ja nicht angesperrt oder sowas. Das ganze Gerümpel kannst du einfach mitnehmen. Falls ihr mal bei euch an der Terrasse diesen Fußboden verlegen wollt, IKEA zeigt euch, wie das geht. Und das ist auch kein Problem. Wie schön das hier aussieht, oder? Wenn ihr auf Hindernisse stößt, einfach so ein paar da reinstopfen. Jetzt kommen wir zu der Überraschung. 1 Million Leute von euch mir Sticker geschickt haben. Alles mögliche. Schalldose, Vigo, Van on Track, Zedigram, Tischlerkiste, nochmal Tischlerkiste. Alles mögliche. So viele Leute. Und jetzt habe ich mir eine Stelle ausgesucht. Ich wollte es eigentlich aufs Kochmodul machen. Allerdings ist das Kochmodul ja diese Öloberfläche. Und das hält nicht. Das ist scheiße. Ich habe den nämlich nicht drüber nachgedacht, dass der Sticker ja auch halten muss. Und jetzt hat in Österreich der Christian da hinten im Rausch so ein Bieretikett dran gemacht. Ich fand die Idee gar nicht schlecht. Jetzt nehme ich das als Anlass und mache die ganze weiße Säule hier zu mit Stickern. Wenn ihr noch Sticker habt, die ihr mir senden könnt, schreibt mir gerne eine private Nachricht bei Instagram und dann sendet ihr mir den Sticker und ihr kriegt dann von mir auch einen Sticker. Und der sieht so aus. Und ja, ich habe noch, glaube ich, 20 Stück übrig. Also, schreibt mir. Die ersten 20 gewinnen. Okay Leute, so sieht es jetzt erstmal aus. Vielen, 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 vielen Dank nochmal, dass ihr die ganzen Sticker mit mir geteilt habt, dass ihr mir die Peppers zugeschickt habt und ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Also wie gesagt, rüber zu Instagram, schickt mir eine PN und dann tauschen wir unsere Sticker. 20 Stück habe ich noch. Okay, das Ding hier ist jetzt erstmal so. Hier fehlt jetzt eigentlich nichts mehr. Die ist übelst stabil. Wirklich, ich bewege eher den ganzen Bulli als die Bank. Und auch der untere Teil ist dadurch stabil geworden. Weil das hier oben jetzt eingefixt ist, kann sich der untere Teil nicht mehr so bewegen. Vorher war die Lehne ja hier fest. Und wenn ich die nach vorne bewegt habe, dann hat sich die Steigung geändert. Und jetzt ist das alles fix, weil jetzt kann sich nicht mehr bewegen. Das heißt, der untere Teil ist auch fix. Das ist so ein netter Nebeneffekt, habe ich gar nicht beachtet. So, jetzt würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen schnacken. Also was für Projekte in Zukunft noch kommen, zeige ich euch gleich. Und ich würde gerne eine Roomtour machen, eventuell schon nächste Woche. Und da bräuchte ich ein bisschen Input von euch. Wollt ihr jetzt eine Roomtour sehen, so wie der Bulli jetzt ausgebaut ist? Kann man eigentlich mal machen, weil ich habe ja sowas noch nie gemacht. Und ja, einfach mal vorstellen, wie der einfach so aussieht. Und ansonsten sind noch viele Dinge zu tun, dann sage ich euch gleich mal ein bisschen was dazu. Okay, Projekt Nummer 1. Das ganze Bett abschleifen und ölen. Da habe ich auch gar keine Fragen zu. Das ist einfach so ein Projekt, was ich eh machen muss. Und ja, das, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie das mit dem Ölen genau funktioniert und so weiter, dann mache ich dazu nochmal ein Video. Ansonsten ist es einfach ein Ding, was ich eh noch machen muss, weil das Holz behandelt sein soll. Hier ist Projekt Nummer 2 und zwar ist der Boden hier kaputt. Und das liegt daran, dass wenn der Kühlschrank da drinnen steht und ich ziehe das Ding hier aus, dann ist das so schwer, dass ich die Teleskopschienen ein bisschen verbiegen. Und dass der Kühlschrank dann nach unten drückt und den Boden kaputt macht. Das heißt, ich tausche diese Streben hier und diese Streben gegen Vollholzplatten, bring das Ding hier nochmal ein Stückchen höher an und dann kann der Kühlschrank hier vernünftig ausgefahren werden und eingezogen werden. Und im gleichen Zug ändere ich die Schublade auch noch.
Okay, dann hier Projekt Nummer 3. Den Teil baue ich aus, den Teil baue ich aus, den Teil baue ich aus. Und dann baue ich da eine Holzbox rein mit einem 16-zölligen Subwoofer und probiere so, den Sound in meiner Anlage zu verbessern. Die andere Option, und da würde ich gern wissen, ob ihr da Erfahrungsberichte habt, wären zwei Buddy Shaker unter den beiden Sitzen. Der Vorteil davon ist, dass ich wirklich keinen Platz oder sowas verschwende. Allerdings stört mich das auch nicht, wenn ich hier ein bisschen Platz verschwende. Weil hier kann ruhig bis hierhin zugebaut werden. Und dann könnte ich da noch zwei Büchsenhalter anbringen oder sowas. Das heißt, Endstufe, Subwoofer in die Box rein. Oder Zweikanal-Endstufe, zwei Buddy Shaker unter die Sitze. Was haltet ihr davon? Schreibt. Projekt Nummer 3, das Armaturenbrett. Projekt Nummer 4, das Armaturenbrett. Hier sind so viele Löcher drin, das sieht scheiße aus. Und diesen Platz hier, den nutze ich nur als Ablage, das ist auch nicht so super genutzt. Und ich habe mir gedacht, ich zersäge ein Skateboard und nutze das als Handyhalter, Kaffeetassenhalter, Bierdosenhalter, was auch immer. Und mache dann hier so eine Art Multifunktionstool draus. Das würde ich etwas erhöht hier, sieht man das, hier starten lassen. Das geht dann hier rüber und wäre dann hier oder sowas zu Ende. Und dann könnte man hier Sachen reinstellen, die gewisse Tiefe brauchen und hier eben Handyhalterung oder sowas. Habt ihr so Multifunktionstools irgendwie in die Armatur eingebaut, so aus Holz am besten? Ich will da auch wieder Multiplex verwenden. Und nutzt ihr das? Also ist das, findet ihr das gut auch, wie ihr das geworden ist oder so? Haut doch mal einen Link zu eurem Bild in die Kommentare rein, das würde mich sehr freuen. Ich brauche da auf jeden Fall noch Anregungen, weil ich nicht genau weiß, wie ich das Projekt umsetzen werde, außer halt ein Brett mit Löchern drin. Aber es soll halt auch schön aussehen. Dann seht ihr da oben meine Decke. Ich will da oben irgendwie hinkriegen, dass man optional, wenn man surfen fährt, ein Surfbrett da oben dran machen kann. Oder eben, ja, je nachdem, was man halt für einen Sport macht, irgendwie Ausrüstung oder sowas unter das Dach hängen kann. Bin mir noch nicht sicher, das Surfbrett muss wahrscheinlich die gesamte Länge nutzen, aber andere Ausrüstung könnte man auch hier oben in der Ecke realisieren. Ich möchte dabei darauf achten, dass das Licht, kann man es sehen, das Licht soll nicht verdeckt sein, also hier oben. Das muss irgendwie frei bleiben, das heißt, bei der Ecke muss dann irgendwas sein, wo das Licht durchscheinen kann. Und ja, was habt ihr da für Möglichkeiten, um da sowas dran zu machen? Habt ihr da irgendwie was Cooles, einen Tipp, den ihr mir geben könnt? Da brauche ich auch unbedingt noch Anregungen, wie das aussehen könnte einfach. Last but not least seht ihr hier unten drinne den Teil, wo die Spüle ist. Ja? Und bei dieser Spüle ist so, hier oben will ich ein festes Holz reinbauen, dass man das gar nicht mehr sieht. Und hier unten soll was rein, dass ich was rein, also einen Stauraum für Gewürze oder sonst irgendwas, was auch immer, was man nicht so oft braucht. Wobei Gewürze braucht man oft. Irgendwas, was man halt nicht so oft braucht. Und gleichzeitig möchte ich immer noch an mein Wasser kommen können. Das ist ja hier bei mir unten drin. Ich will weiterhin die Kanister hier verstauen können. Das heißt, hier muss was ganz Variables rein, wo ich immer noch an die Kanister komme. Da weiß ich noch nicht genau was. Eventuell mache ich nur eine Tür rein und dass ich da was reinstellen kann, was groß ist. Vielleicht einen zusätzlichen Frischwassertank, ich weiß es nicht. Aber hier soll es auf jeden Fall auch zukommen, dass da eine vernünftige Blende dran ist. Auch da, also wenn ihr da irgendwas noch cooleres habt, außer eine Blende oder so, dann haut mir die ganzen Ideen in die Kommentare rein. Also Ideen, ich brauche Ideen, haut die hier rein in die Kommentare. Ansonsten kann ich mich nur, also war ja nicht so viel passiert jetzt diese Woche. Ich will auch, was ich auch noch fragen wollte im Grunde genommen. Habt ihr Bock auf eine Roomtour, so wie der Bulli jetzt ist? Weil im Grunde bin ich ja fertig. Das, was ich jetzt mache, sind ja nur wieder Verbesserungen. Und ich würde denen mal vorstellen, einfach so in 5 Minuten zusammengefasst, was ich hier alles gemacht habe, was die Idee dahinter ist und ja, warum das aussieht, wie er aussieht einfach. Wäre cool, wenn ihr sagt, ob ihr das, wollt ihr erst die Roomtour sehen oder wollt ihr jetzt erst weiter diese Verbesserungen haben und so weiter. Haut mal alles in die Kommentare, das wäre echt cool, wenn ich da Feedback bekomme. Ihr seid eh schon super mit Feedback, aber ja. Gib mir noch mehr. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Daumen hoch, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Abonniert den Kanal und bis dann.